Also ich grüße euch erstmal. Mich kennt ihr ja schon, ich bin der Fuad und freue mich hier mit euch zu stehen. Der Carsten, der Marcel und alle anderen. Und alle anderen, die die Idee hatten, dass wir diese Veranstaltung hier machen, haben sich gedacht, wir wollen zwar nicht Endgame, aber wir wollen We Want End the Game, um es auf den Punkt zu bringen. Ja? Und ich kann euch eins sagen, es ist heute unsere große Chance, auch wenn es nicht danach aussieht, dieses Spiel tatsächlich zu beenden. Spaltung tut uns allen nicht gut. Jetzt können wir schwer darüber gucken. Also wenn ich mich jetzt hier nach da drehe und zum Bahnhof dann schaue, nach links, dann können wir nur... Das Mikro nervt. So, dann wenn wir nach links schauen, dann sehen wir dort Legida, gemeinsam für Deutschland, NPDler, Faschisten, vielleicht auch nur Mitläufer. Ich würde sagen, eine komplette Querfront vereint. Nennen wir davon komplett als Bündel. Ja, nennen wir sie mal. Das hier näher ran. Ich muss hier ran. Ich weiß es nicht, das waren so ein bisschen die Kabel. Du kannst aber das hier haben. Okay. Hört ihr mich? Okay. Also, da auf der linken Seite ist so ein bisschen die Querfront. Faschos, NPD, Legida und all so ein Zeug. Na gut, jetzt muss ich auch noch klettern. Gott auf Zeit. Wein nicht hin, Mann. Okay, also. Rechts und dann links. Zum Hauptbahnhof stehen die Faschos. Eigentlich ganz klar geregelt. Komischerweise können wir aber heute nicht sagen, dass es Faschos sind. Wir können sagen, da sind einige bei. Und da sind Menschen, die haben Angst. Die haben Angst, genauso wie wir. Und ich will eigentlich genau diese Chance heute auch nutzen. Wir möchten die Leute, die auch nicht wirklich wissen, wo ihre Heimat ist, für uns gewinnen. Denn für eines stehen wir alle gemeinsam, merkwürdigerweise. Auch wenn wir drei Fronten haben. Die zweite Front, da hinten an der Brücke zu sehen. Die ganze Antifaschisten, Linke, Grüne, Antideutsche, alles zusammen vereint. Auch die haben eigentlich ein gemeinsames Ziel. Und das gemeinsame Ziel bedeutet für uns, heute ein Zeichen zu setzen, Gemeinsamkeiten zu finden. Und das ist der Frieden auf der Welt. Wir wollen den ersten Weltfrieden, jawohl, und nicht den ersten dritten Weltkrieg. Und das können wir schaffen. Es ist gar nicht utopisch. Wir können das schaffen. Gerade ich als Palästinenser weiß, wovon ich da spreche. Ich finde, die machen das alles wirklich komplett gut. Jeder setzt sich ein für seine Sachen. Ich spreche keinem Volk seine Identität ab und werde auch niemandem sagen, Mensch, er darf nicht dazu stehen, dass er Deutscher ist, dass er Marokkaner ist, dass er ein Afrikaner ist, dass er ein Türke ist. Das ist völlig egal, die Leute sollen dazu stehen. Was wir aber nicht machen dürfen, und das ist das, was viele dort links am Bahnhof bei der Legida-Veranstaltung machen, es rassenabhängig machen. Ein Arschloch sein ist eine Charaktereigenschaft und hat nichts mit der Rasse zu tun. Ja? Und genau das müssen wir denen da vorne deutlich machen. Wir müssen das allen Seiten deutlich machen. Wir können es aber nicht allen gerecht machen. Es wird immer Menschen geben, die auf uns einprügeln, mit den Worten uns kritisieren und sagen, ah, ihr seid Träumer, macht und tut. Aber ich finde, irgendwer muss ja den Anfang machen. Irgendwer muss ja beginnen. Ja, wir können nicht weiter zugucken. Das bringt uns ja nichts. Ob NATO, ob irgendeine andere Veranstaltung, die sie da erfinden und. Wir wissen alle, was sie wollen. Am Ende wollen sie alle Dollars und wollen Geld verdienen auf unserem Rücken. Und wir tun ihnen auch noch den Gefallen und spalten uns und streiten uns. Ich glaube, Deutschland ist einmalig auf der Welt. Wisst ihr, in welcher Eigenschaft? Weltweit geht jedes Land gemeinsam auf die Straße mit einem gemeinsamen Ziel. In Deutschland demonstriert aber links gegen rechts, rechts gegen links, Mitte gegen oben, oben gegen unten, egal von wo. Das gibt es auf der Welt einmalig.
Die lachen uns aus. Die lachen uns aus. Die denken, wir sind total verblödet. Waren wir nicht in der Schule oder was? Na gut, okay, das scheint der Hintergrund daran zu sein. Vergessen wir die Schule. Ja. Ich finde aber auch, wir sollten mal zwei Worte zum 70. Jahrestag, zum Tag der Befreiung Deutschlands, auch mal verlieren. Ich stelle mich hier hin als Palästinenser und freue mich, dass ich auch in diesem Land aufgewachsen bin. Dass ich es genossen habe, ohne Krieg aufgewachsen zu sein. Und dass ich Gott sei Dank sagen kann, diese Zeit nicht miterlebt habe. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen herumlaufen und sagen, nie wieder Faschismus, dann ist es Heuchlerei. Denn nie wieder Faschismus, 70 Jahre danach, bedeutet nicht, egoistisch zu sagen, nie wieder Faschismus in Europa oder in Deutschland, sondern nie wieder Faschismus gegenüber irgendeinem Menschen weltweit. Das ist der springende Punkt. Das bedeutet, der Faschismus, der ist nicht ausgerottet. Der Faschismus existiert nur in anderen Formen. Und noch gravierender, als wir vorher wussten. Und hier ist eigentlich genau die Brücke, die wir brauchen. 70 Jahre danach sagen wir, Gott sei Dank wurde Deutschland befreit, wurde auch das deutsche Volk befreit von einem Regime, welches wir nicht für gut heißen können. Es sind Opfer, waren auf aller Seiten, auf allen Seiten. Aber die Lehre, die wir davon ziehen, bedeutet nicht, dass wir als Palästinenser heute sagen müssen oder dürfen nicht sagen, besser gesagt, dass wir nicht die Nachfahren eines Opferregimes sind. Wir sind die Nebenwirkung. Von uns sind 2 Millionen vertrieben worden und 800.000 Tote in 70 Jahren Palästina-Geschichte seit der Gründung des Staates Israels. Das ist eine Nebenwirkung, die bleibt unerwähnt. Auch heute. Und ich finde, vershalber muss man auch genau das erwähnen. Denn nie wieder Faschismus bedeutet auch, den Faschismus in Israel auszurotten. Und ich kritisiere das ganz offen. Ich kritisiere das überall und nehme da auch kein Blatt vom Mund. Weil es ja nichts bringt. Es bringt ja nichts, drum herum zu reden. Was habe ich denn davon, wenn ich euch etwas erzähle, was nicht authentisch rüberkommt? Also kann ich euch vom Herzen her sagen, ich verachte Faschismus. Und das werde ich den Leuten da drüben nachher auch sagen. Ich verspreche es euch. Ich habe keine Angst davor. Sie können ihre Hakenkreuze eingewählt haben. Sie können mir was erzählen von Frieden und Machen und Tun. Aber ich werde denen in der Praxis zeigen, wie ich als Migrant, als Moslem in diesem Staat auch denen die Hand reichen kann. Und ich sage zu denen, Menschen können sich ändern. Und wenn wir da bereit sind, könnt ihr euch auch ändern. Also bewegt euch. Ändert eure Einstellung gegenüber Menschen. Wir haben doch nichts davon, wenn wir uns spalten lassen. Jeder meckert über Merkel, alle meckern über diese Bundesregierung, jeder meckert über den Gauck, aber jeder läuft in seine Richtung. Warum? Ja, hier kostet der Sprit 1,40, da 1,80, ach, ich fahr mal dahin. Genau das sind die Zustände, die wir haben. Egal, wo es mir passt. Ah, nee, das ist Shell, das ist scheiße. Ne, geh mal zu Esso. Was soll ich euch da sagen? Es gibt zig Beispiele, die wir nehmen können zur Spaltung. Ja, das sind die einfachsten Dinge im Alltag, die uns spalten. Und wir müssen lernen, gemeinsam etwas zu tun. Es trinkt keiner oder isst keiner absichtlich etwas von einem Tier, welches vielleicht gequält wurde. Aber der Typ, der jetzt Fleisch isst, wird zerrissen. Warum? Weil er jetzt kein Veganer ist. Ja, muss mir mal erklären, wie radikal das sein muss. Ich weiß es nicht. So, dann bin ich über Wiesenhof aufgeklärt worden. Aber mein Akku ist kleiner. Also sind wir... Also haben wir gesagt, gut, Wiesenhof legen wir zur Seite. Wir wissen, dass es kein guter Stahl ist. Und genau so geht's. Ja? Dann gibt es noch andere Produkte, die wir vorher konsumiert haben, wo wir gesagt haben, das wussten wir nicht. Dann wurden wir aufgeklärt, dann wussten wir, die Produkte fördern Kriege, quälen andere, fördern die Ausbeutung, Ressourcen und. Dann lernen wir dazu und dann bleiben die Produkte im Regal auch liegen. Das ist die Entwicklung, die wir brauchen. Das bedeutet, wir lernen dazu. Man muss uns das zugestehen. Kein Mensch ist fehlerfrei. Wir machen alle Fehler, Leute. Alle. Ja? Wir machen alle Fehler. Aber verzeiht auch mir meine Fehler, damit auch jeder andere seine Fehler verziehen bekommt. Und hier ist es anzusetzen.
Die Spaltung darf nicht herrschen. Okay? Ich habe noch eine Menge zu sagen. Ich habe wirklich noch eine Menge zu sagen. Aber es gibt noch Leute, die noch was anderes sagen möchten. Ich weiß ja nicht, wer Carsten ist. Der kann auch mal zwei Worte sagen. Ich heb mir das Beste noch für den Schluss auf. Da kommen noch ein paar gute Worte. Ich verspreche es euch. Der Wollner kommt ja auch noch. Der wird auch noch Stimmung machen. Alter, kommen noch ein paar Leute. Deswegen erstmal einen großen Dank an euch, dass ihr den Weg hergefunden habt. Hier steht und uns unterstützt. Und auch mich unterstützt, den Carsten und alle anderen. Denn wir unterstützen uns gegenseitig, damit wir endlich den Weltfrieden schaffen können. Vielen Dank.